Thomas Bergen ist Co-Founder der weltweiten Nummer 1 für Buchzusammenfassungen GetAbstract. GetAbstract vereinigt rund 20.000 Sachbücher und Literaturklassiker, die zusammengefasst werden und dann auch innerhalb von gut, du korrigierst mich nachher, Thomas, 10 Minuten gelesen werden können. Ein absoluter Mehrwert für Unternehmer, aber auch für Privatpersonen und Studenten. Ich hatte vor ein paar Jahren die Gelegenheit, Thomas Bergen persönlich kennenzulernen. Wir haben uns das letzte Mal vor ein paar Wochen zu einem Nachtessen getroffen. Vielleicht kommen wir dann noch auf dieses Thema zurück, wo du deine wahnsinnige Prognose gestellt hast, die auch eingetroffen ist. Aber bevor wir uns ins Gespräch stürzen, ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit hast, Thomas. Sag doch ein paar Worte zu dir selbst. Zuerst einmal, Sascha, vielen Dank für die Einladung. Hat mich riesig gefreut. Ich heiße Thomas Bergen, bin Familienvater und Ehemann, drei Kinder, 21, 19 und 16 Jahre alt und aus Leidenschaft Unternehmer. Das ist eigentlich, was mich immer angetrieben hat, schon als Kind, und bin wirklich glücklich und dankbar, dass ich diesen Traum in den letzten Jahren verwirklichen durfte. Du sprichst von einem Traum. Gehen wir mal auf euren Traum, auf eure Vision ein, GetAbstract. Ihr habt 98, 99, also du, Rolf Dobelli und Pat Bricker damals, die Idee geboren, GetAbstract, Bücher zusammenfassen. Tönt eigentlich logisch. Ihr wart vermutlich die Ersten, die das richtig gut gemacht haben. Erzähl mal, wie ist die Idee entstanden? Also die Idee ist entstanden, ja, Pat, Rolf, Mick, Renfi und viele andere noch. Wir haben zusammen schon die Kantonsschule gemacht in Rothenreusbühl, in Luzern eigentlich. Also Kantonsschule ist das Gymnasium. Wir kennen uns also schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und dann haben viele von uns auch zusammen studiert. Und an der HSG in St. Gallen. Und dort war immer das Thema schon, wie könnten wir uns selbstständig machen? Ich meine, jeder St. Galler-Student sieht sich ja als zukünftiger Unternehmer. Und da haben wir viele, viele Ideen gehabt. Und GetAbstract war eine von Dutzenden, ich sage normalerweise Hunderten, die wir herumdiskutiert haben. Und die Idee kam Rolf in den Bahamas am Strand, wo er mit seiner Frau lag, und hat mir dann angerufen, er hätte eine neue Idee. Es war eine von, eben wie schon gesagt, schon von ihm. Aber ich sagte, du, die könnte gut, schreiben wir wieder einen Businessplan. Mhm. Das haben wir dann gemacht, und die Businesspläne, das waren nur Business Kits normalerweise, so zwei, drei Seiten, mehr nicht. Schnell können wir das produzieren, können wir das machen, wie viel kostet es ungefähr und was ist der Markt? Das waren so die drei Eckpunkte, die wir normalerweise schnell skizzierten. Und das haben wir dann gemacht und hatten dann das Gefühl, doch, das ist jetzt wert zu versuchen, und sind wir gestartet. Und das war ja 98, 99, und ja, da waren wir auch technologisch noch nicht auf diesem Niveau, wie wir heute fliegen, nehme ich jetzt mal an. Ja, erzähl mal so, Sascha, das war, da waren wir, da gab es in der Schweiz und in Europa ganz, ganz wenige Internetunternehmen zu dieser Zeit. Ich hatte, Dial-up haben wir noch mit dem Modem gemacht. Das war ein 12 Kilobyte Modem, das hat wie man das früher hörte, dann hat man, als wir den ersten Webshop gemacht hatten, war das auf dem PC vom Pat, der lebte in New York, Rolf lebte in Miami, ich in Luzern. Und wir haben uns eingeloggt in den Warenkorb dann, den Pat hergestellt hat, auf seinem PC, der in New York stand. Ja. Also das waren vor Facebook, vor Instagram. Ja. Google war gerade da schon. Yahoo war eigentlich der große Player. In der Schweiz gab es nur ein mir noch bekanntes anderes Internetunternehmen, das war Compice, das dort schon entstanden war. Und im Businessplan waren wir uns noch nicht einmal am Anfang sicher, ob wir ein Online-Business machen sollen oder ein Newsletter-Business. Also da hatten noch nicht einmal alle Menschen hatten eine E-Mail-Adresse. Was heißt nicht alle? Da hatten nur ein kleiner Teil der Arbeiter hatten eine Geschäfts-E-Mail-Adresse. Das war überhaupt noch nicht so populär.
Und wer hat denn in den Anfängen die Bücher zusammengefasst? Heute habt ihr ja einige hundert Mitarbeiter, wenn ich... Ja, also zuerst Rolf, ideal natürlich, um Content zusammenzufassen, ist heute ja auch sehr erfolgreicher Schriftsteller, hat Millionen von Büchern verkauft. Das war seine Kernkompetenz schon anno dazumal. Pat, schon in meiner Kindheit als Kanti-Schüler, hat er, weil sein Vater Ingenieur war, hat er immer schon früh gute Taschenrechner gehabt, die man programmieren konnte. Ich erinnere mich, er war der Erste, der so einen HP 41C hatte und auf dem hat er ein Backgammon programmiert und konnten wir in der Pause Backgammon spielen, mhm, auf diesem kleinen Einzeilen-Bildschirm. Und meine Kernkompetenz war es eigentlich, die Leute zusammenzubringen, die unterschiedlichen, und dann zu verkaufen. Das war. Und so haben wir uns sehr, sehr gut ergänzt. Es kam dann noch Meck dazu, es kam noch ein Stefan Hochstetter dazu, ein Tom Lattner. Tom Lattner hat die Rechtsseite abgedeckt, Stefan Hochstetter die Finanzseite und Markus Schwingruber hat so Operations abgedeckt. Und da waren wir wirklich ein ganz starkes Founder-Team. Und wenn ich das richtig verstehe, ihr habt wirklich die Kompetenzen von Anfang an bei einer Person angelegt, die sich dann wirklich auf ihre Kompetenzen auch konzentriert hat, dass quasi jeder das, was er am besten kann und am liebsten tut. Bei dir war das eben die Leute zusammenbringen, auch eben die Geschäftsidee weiterzuleben, weiter hinauszutragen. Der Techniker, der Zusammenfasser, der Finanzexperte. Ist das eines der Erfolgsrezepte, die du auch heute einem Gründer, einer Gründerin mitgeben würdest? Bleib bei deinen Leisten, mach das, was du gut kannst, für das, was du brennst und hol dir für die anderen Kompetenzen kompetente und gute Menschen an Bord. Ja, absolut. Absolut. Also zuerst einmal, man braucht Rohpower, Rohintelligenz in einem Gründerteam. Weil du denkst am Anfang gar nicht, welche Probleme du lösen werden musst. Du weißt das noch gar nicht. Also brauchst du einfach ein paar Leute, die wirklich flexibel, schnell sind im Aufnehmen und im Lösen von Problemen. Und dann brauchst du aber schon früh Leute, die wirklich, Entschuldigung, eine Kernkompetenz haben in einem speziellen Bereich. Und diese Kernkompetenz, zum Beispiel bei Rolf, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Die hat sich ja erst herausgestellt, er war ein brillanter Schüler und Student, aber dass er so gut schreiben kann, das hat sich dann erst so richtig herauskristallisiert. Bei Pat wussten wir, es ist IT, ein Prozess. Er hat ja auch Ingenieur studiert an der EPFL und Doktor. Bei Tom Lattner wussten wir, es ist Recht. Die Kernkompetenz. Und ich glaube, ja, es ist much entscheidend, dass man ein paar Kernkompetenzen, die man selber nicht hat, ins Team hineinbringt, sehr früh. Andernfalls ist man zum Scheitern verurteilt. Da kann man rückblickend sagen, auch vermutlich auch intuitiv eben aus dem Unternehmergehen heraus absolut das Richtige gemacht. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man merkt, das funktioniert. Jetzt haben wir es geschafft. Das Ding steigt jetzt hoch. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du so diesen Magic Moment hattest? Also es gab mehrere, Sascha, es gab mehrere solche Momente. Und dann wieder eine Circle Back. Es gab mehrere solche Momente. Also der erste war, als ich den Businessplan gelesen habe. Da dachte ich wirklich, okay, das ist das erste Mal ein Businessmodell, das von A bis Z Sinn macht für uns. Für unsere Fähigkeiten, die wir auch im Team haben. Das hast du gefühlt? Das habe ich gefühlt, sofort gefühlt. Da habe ich gewusst, da bin ich bereit, all in. Und ich habe dann auch Rolf empfohlen, und wir haben das dann auch vereinbart, machen eine 50-50-Partnerschaft. Ich habe noch gearbeitet bei der Mikrobank zu dem Zeitpunkt und habe dann gesagt, schau, du fängst schon an mit Zusammenfassen, wir teilen mein Salär und so sind wir gestartet. Okay, das war wirklich schon mal am Anfang. Dann der zweite Moment, so Breakthrough-Moment war, als wir mit Pat und Tom und dann später noch Mac und Stefan Hochstetler wirklich Experten noch ins Founding-Team gewinnen konnten, die wirklich notwendig waren zu dem Zeitpunkt, sonst hätte man es nicht erfolgreich machen können. Der dritte Moment war, als wir das erste Mal an der Frankfurter Buchmesse das erste Recht zum Zusammenfassen von Campus erhielten, vom Campus Verlag. Okay. Und da wusste ich wirklich, ich habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papi, jetzt fliegt es. Jetzt funktioniert es. Wir bekommen die Rechte. Weil das war nicht klar, ob die Verlage sich auf so eine Zusammenarbeit einlassen. Und dann kam das
wirklich vierte Moment, als wir dachten, wir seien Götter und auf der Terrasse von Murbacher Straße oben drauf im sechsten Stock auf dem Geländer standen und Champagnerflaschen geöffnet hatten, als wir die erste Finanzierungsrunde bei einer unglaublichen Bewertung gemacht hatten, obwohl wir noch kein Produkt hatten, noch kein Web, noch gar nichts. Mhm. Aber das war Internet Bubble Time. Mhm. Und dann, last but not least, war der nächste Moment, wir hatten dann eine Riesenkrise dazwischen, wir sind dann nicht Break-Even Kurs gegangen, sondern wie alle Internet-Startups zu dem Zeitpunkt möglichst schnell expandieren und hatten dann Finanzierungsprobleme, als der Bubble zusammenbrach, mhm. Und mussten dann die Fixkosten dramatisch senken, mussten Mitarbeiter entlassen. Das war wirklich ein schlimmer Moment, mhm. wirklich schwierig, auch rückblickend, schmerzt das heute noch, wenn ich an die Tage zurückdenke. Und als wir dann 3 Jahre später die Kosten so gesenkt hatten und die Erträge nach und nach so gesteigert, dass wir Break-Even machten, mhm. auch auf der Jahresbasis, nicht nur auf, oder 2 Jahre später auf der Jahresbasis. Dort, das war dann wirklich okay. Ein Ausatmen und ein, oh, es geht. Wir wussten es, es geht, es geht, es geht. Natürlich, wir hatten ein kleines Salär, wir haben wenige Mitarbeiter, waren 12 Angestellte, das war wirklich minimal dann. Aber das war dann. Und das Verrückte ist Sascha, ich habe jedes Jahr habe ich wieder das Gefühl, es gibt eigentlich jetzt wieder den Durchbruch. Mhm. Also weißt du, Pat und ich, jedes Jahr starten wir wieder und denken, ach, das wird das verrückteste und beste Jahr. Und es hat ja nicht stehen geblieben, oder? Ja, aber das ist wirklich ein verrücktes Gefühl. Wir sagen uns immer, es kann doch nicht sein. Was läuft hier falsch? Wir haben jedes Jahr wieder das gleiche Gefühl, es wird ein super Jahr und es wird noch spannender und noch verrückter. Und bis jetzt hat es immer gestimmt. Mhm. Das ist das, was mich bei dir auch so fasziniert. Wir kennen uns doch schon ein paar Jahre. Wir sehen uns nicht so oft, aber jedes Mal, wenn wir uns sehen, da hast du immer noch das Feuer in den Augen. Und also ich spüre es jetzt auch durch diesen weiten Kanal hindurch, so dieses Ausatmen vorhin, da ist wirklich die Seele mit drin. Das ist ja vermutlich auch die Essenz eines Unternehmens, oder? Dass er halt so dafür brennt, wie du das nach über 20 Jahren ja auch jetzt noch tust. Oder? Ja, Sascha, wenn du das Feuer nicht mehr spürst, musst du die Fackel weiterreichen. Mhm. Und das kann sein, dass das nach 2-3 Jahren passiert, das kann sein, dass es nach 20 Jahren passiert, es kann sein, dass es nie passiert, aber du musst als Founder und CEO bereit sein, oder als Co-Founder und CEO bereit sein, die Fackel der nächsten Generation zu überreichen, in andere Hände zu geben, wenn du dieses Feuer nicht mehr spürst. Mhm. Absolut. Ja, eben, und du hast es gesagt, es gab Hochs, viele schöne Hochs, es gab aber eben auch Tiefs, also du hast dieses Wechselbad, wie vermutlich ganz viele Gründer und Unternehmer, auch erlebt in dem Sinne. Eben, ich habe es vorher gesagt, heute habt ihr rund 20.000, ich gehe jetzt mal auf eure Webseite, rund 20.000 Sachbücher und eben Literaturklassiker, die ihr auf www.getabstract.com anbietet. Man kann als Einzelperson, als Firma und so weiter ein Abo bei euch buchen. Ich selbst habe schon einige Zusammenfassungen gelesen, das ist wirklich höchst effizient. Ihr habt ja auch die Bibel zusammengefasst. Ja, genau. Welches ist denn der absolute Bestseller vielleicht, oder welche Buchzusammenfassung, welchen Titel? Also auf der Business-Seite ist es fast jedes Jahr 7 Habits of Highly Effective People von Stephen Covey. Das ist also ein Longrunner, das ist unglaublich. Aber overall, Downloads, mit Abstand die Bibel. Mhm. Mit Abstand die meisten downgeloadet. Okay. Und wir haben das in Zusammenarbeit mit einem protestantischen, mit einem katholischen und mit einem von einer Freikirche, einem Pfarrer gemacht. Mhm. Zudem haben wir 2 Journalisten mit theologischen Grundausbildung haben das zusammengefasst und ein Editor, der Theologie studiert hatte und Journalist ist. Und das war ein Riesenprojekt und bis heute wird dieser Text eingesetzt von vielen Kirchen als erster Kontakt mit der Bibel. Mhm. Wurde der Koran auch zusammengefasst? Wir hatten einmal den Koran gelesen und angeschaut und versucht zusammenzufassen, aber der Koran ist ein ganz anderer Text als die Bibel.
Und in der Bibel fühlen wir uns kulturvertraut, wissen wir, was wir machen können und was nicht. Mhm. Und obwohl der Koran wurde uns offeriert vom, ich weiß nicht mehr welch, es war ein Bildungsministerium aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie das gerne mit uns zusammen machen würden, haben wir gesagt, wir verstehen diese Kultur zu wenig, um sicher zu sein, dass wir das richtig machen. Wir haben nicht das Kulturverständnis, um das machen zu können und müssen uns auf Leute verlassen. Mhm. Bei der Bibel hatte ich das Gefühl, das sind wir fähig. Und da haben wir uns gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Also ein weiteres Erfolgsgeheimnis eigentlich, mach nur das, was du wirklich verstehst und auch dahinter stehen kannst, das sich ja vermutlich durch eure gesamte Zeit auch hindurchgezogen hat. Das ist auch so, wie ich dich spüre. Ja, in der Zwischenzeit seid ihr ja weit, weit über Luzern, Bahamas und New York hinaus. In welchen Ländern ist GetAbstract heute überall vertreten? Wo habt ihr alle Mitarbeitende? Also Mitarbeitende, Sascha, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde sagen, schon in 60 Ländern, 50, 60 Ländern haben wir Mitarbeiter, weil wir haben ungefähr 140, 150 Festangestellte und wir haben circa 600 Freelancer, die mit uns auf unregelmäßiger Basis zusammenarbeiten, um Zusammenfassungen zu schreiben. Mhm. Und diese Mitarbeiter, die Festangestellten, sind vielleicht in 20, 25 Ländern und die Freelancer, da kommen sicher noch mal 20 bis 30 Länder dazu, wo die sitzen. Und du reist auch viel? Bist du viel unterwegs? Normalerweise ja. Normalerweise bin ich war die letzten 21 Jahre sicher im Schnitt jedes Jahr zwischen 50 und 100 Tage hatte ich Reisezeit und genieße jetzt auf einmal die erzwungene Pause. Merke, dass das sehr, sehr viel hilft, auch zum Entschleunigen. Ja, da kann ich dir absolut beipflichten. Bleiben wir doch ganz kurz bei dieser erzwungenen Pause. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben uns am 26. Februar zu einem Nachtessen getroffen. Da war die Situation aus meiner Sicht, also es war kurz nach der Luzerner Fasnacht, die Leute haben noch zu Tausenden getanzt auf den Straßen. Man hat gewusst, da braut sich was zusammen. Viele, ja, wir vermuten so im SARS-Bereich sein, in Asien bleiben. Und wir hatten am 26. Februar dann ein gemeinsames Nachtessen mit verschiedenen anderen Personen. Und du bist da wirklich sehr alarmiert gewesen. Also ich habe dir dazugehört, gesagt, aber Thomas, ich meine, ich weiß, dass du intelligent, hochintelligent bist und hochgebildet, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen too much. Und heute muss ich sagen, das, was du damals gesagt hast, all die Einschränkungen, all die Dinge, die auf uns zukommen werden, die sind eingetroffen. Also nicht in dieser absoluten Katastrophe, wie das jetzt Italien oder Frankreich oder Spanien erlebt, aber doch einschneidende Maßnahmen und ich habe damals noch gedacht, ja, okay, ist ein bisschen jetzt sehr hochgegriffen. Und kommt das auch da, du hattest sehr viele Informationen zu diesem Thema bereits, ihr macht ja auch eben Studien und so weiter, die ihr auch anbietet, also Zusammenfassung, ist das auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dieses Wissen, das frühe Wissen, das du hier hattest bei der Corona-Krise, auf dein großes Netzwerk? Ja. Also wir produzieren in 7 Sprachen Inhalte, Zusammenfassungen. Und wir produzieren Buchzusammenfassungen, mit dem haben wir gestartet, aber wir produzieren auch Zusammenfassungen von wissenschaftlichen Arbeiten, von Studien der Weltbank oder der WHO oder von der EZB oder von der Schweizerischen Nationalbank oder vom FED. Also wir haben verschiedenste Themen. Wir haben Themen Business, wir haben Themen Finanz, wir haben Themen Science and Technology, wo wir eigene Science and Technology Editoren haben und Leute, die sich darum kümmern. Das war jetzt in diesem Zusammenhang natürlich relativ relevant. Dann haben wir eine eigene Redaktion in China, die nur schaut, was in China publiziert wird, auf Chinesisch, und wir fassen es auf Englisch zusammen. Und aus dieser Science and Technology-Ecke, wie auch aus der Inside China-Ecke von den Mitarbeitern aus China, haben wir natürlich schon Anfang Januar, Mitte Januar gehört, du, da braut sich was zusammen. Mhm. Wir haben dann schon angefangen, Inhalte zusammenzufassen zu diesem Thema, gezielt. Dann kommt eine zweite Sache dazu. Dadurch hatte ich einen Informationsvorsprung vor den meisten anderen Menschen, die dieses Tool nicht kennen oder benutzen. Mhm. Das Zweite, das dann dazu kommt, ist,
ich lese einfach unheimlich gerne viel. Mhm. Also ich bin jeden Tag mehrere Stunden am Lesen. Mhm. Also seien das Zusammenfassungen von uns, aber auch Artikel, Bücher und Zeitungen. Auch viel Zeitung. Ich glaube, News in so einem Zusammenhang kann helfen, um ein Gesamtbild zu erarbeiten. Mhm. Und da war mir dann schon früh einmal klar, wir haben ein größeres Problem. Mhm. Wir haben ein größeres Problem und wir haben die Firma schon in Quarantäne geschickt, viel, viel bevor das der Bundesrat das überhaupt entschieden hat. Und ich mich selber auch, weil ich mit Asthma ein Risikopatient wäre. Und war mir dann schon früh klar, du, da musst du aufpassen. Also mit dem ist nicht zu spaßen. Mhm. 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 Wie sieht es denn jetzt heute aus, wenn du Kontakt hast zu deinen Leuten, gerade in China oder auch im Ausland? Unterwegs? Also wir haben Mitarbeiter auch in Italien zum Beispiel, in Spanien viele Mitarbeiter. Mhm. Ich meine, die Szene, die und in China, wir haben auch in Wuhan Mitarbeiter. Mhm. Also die Szenen, die sie da schildern und erlebt haben, die sind schon heftig. Mhm. Das Problem ist, dass wir im Moment nicht sehen, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen. Mhm. 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 Die Güterabwägung, die wir jetzt versuchen langsam zu machen, das wird eine sehr schwierige und eine sehr harte. Die wird für unterschiedliche Nationen unterschiedlich sein. Also Schweiz kann sich einen Shutdown leisten für 1, 2, 3 Monate. Aber das Gleiche in Ecuador verursacht Hunderttausende von Hungertoten. Mhm. Also da muss die Güterabwägung und die Modelle müssen viel präziser werden, um rationale und gute und vernünftige Entscheide für eine Volkswirtschaft treffen zu können. Also dass auch für das quasi Überleben nicht nur die medizinische Wissenschaft gefragt ist, sondern auch die ökonomische und natürlich auch die politische, oder? Natürlich. Also, es gibt Länder, wenn die Wanderarbeiter oder die Taglöhner in Indien 3 oder 4 Wochen nicht arbeiten können, dann verhungern viele von ihnen. Also dort ist dann die Alternative zum Sterben an Corona, 10%iger Wahrscheinlichkeit Sterben an Corona ist 100%ige Wahrscheinlichkeit Verhungern. Mhm. Also da muss dann auch der politische Entscheidungsprozess anders sein als in einem Land wie jetzt Deutschland oder die Schweiz. Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da sind wir in den beiden europäischen Staaten oder vor allem natürlich in der Schweiz jetzt ja Gott sei Dank gut aufgestellt als solches, dass wir vermutlich auch gewisse Szenarien und so weiter vorhersehen können, dass wir vermutlich auch nicht in der ganz großen Masse, eben wir haben keine Strömungen an Wanderarbeiten, Tagelöhner und so weiter, da sind wir sicher einigermaßen vorteilhaft aufgestellt, aber wenn ich dich richtig verstehe, dann prognostizierst du schon auch, also wenn das Ganze nicht in den Griff kommt, dass es dann diese Welle dann doch ein Ausmaß annehmen wird, das wir bisher nicht gekannt haben. Ja, also es gibt nur zwei mögliche Ende, die ich zu dieser Story im Moment sehe, die das beenden können. Das erste ist, dass wir einen Impfstoff finden und den sehr schnell, sehr breit einsetzen können und die Menschen impfen können gegen Corona. Der zweite ist, dass wir diese Herdenimmunität erreichen. Da gibt es in beiden Fällen gibt es sehr viele Fragezeichen. Es ist nicht einmal klar, ob man immun ist, nachdem man Corona hatte. Das ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Und ob wir einen Impfstoff finden, ist auch nicht klar. Man versucht natürlich viel und ich hoffe. Im Prinzip Hoffnung ist einfach nicht Prinzip Wissen, dass wir das möglichst schnell finden, diesen Impfstoff. Und das Dritte ist, dass wir ein Medikament gegen Covid-19, gegen die Lungenentzündung, die das verursacht, finden, das uns hilft, damit weniger Menschen eigentlich sterben an dieser Krankheit. Das würde uns auch enorm entlasten. Mhm. Aber alle drei Szenarien scheinen mir jetzt noch nicht in den nächsten 3, 6, 8 Wochen greifbar. Mhm. Würde mich überraschen, wenn jetzt, und wäre natürlich super schön, wenn etwas kommen würde und wir würden das alle gerne nehmen. Aber emotional müssen wir uns darauf einstellen, dass das jetzt doch eine ganze Weile so weitergeht. Mhm. Und dass wir damit eigentlich eine Zäsur in unserem Form, wie wir leben, erleben. Mhm. Das wird dann eine Zeit geben vor Corona, eine Zeit nach Corona. Mhm. Ja, ich denke mir, was ja
am meisten ja die Menschen auch verunsichert, ist eben die Ungewissheit. Und ich kann mich erinnern an die Finanzkrise 2008, 2009, da wussten wir irgendwo, das Corpus Delicti, sage ich jetzt mal, faule Kredite, da bricht alles in sich zusammen. Es ist ein Sektor betroffen, kausal, Zusammenhänge waren ganz klar da. Und im Unterschied eben zur Finanzkrise habe ich das Gefühl, ist diese Krise jetzt irgendwo auch so tragend, weil A, es ist nicht nur das Wirtschaftliche, es ist auch die Gesundheit eines jeden und vor allem, es ist auch wirklich jeder betroffen, das ist das eine. Und das andere ist, du hast gesagt, es gibt drei Szenarien und wir kennen irgendwie wie den Gegner nicht, den wir bekämpfen sollen oder was kommt da aus dem Nebel raus? Und ich weiß nicht... Also das Problem, das wir heute auch wirtschaftlich haben, wenn wir, ich bin nicht Mediziner, darum kann ich, ich sehe ja, dass wir ein medizinisches Problem haben, die Toten sprechen für sich und die Trauer, die damit verursacht wird. Aber jetzt das ökonomische Problem, wo ich mich ein bisschen kompetenter sehe und das ein bisschen versuchen, das Ausmaß zu erfassen und begreifen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele tausend Milliarden wir jetzt schon in dieses Problem hinein investiert haben, die Weltgemeinschaft. Aber ein X-faches dessen, was wir investiert haben zur Lösung der Lehman-Krise. Und trotzdem höre ich jetzt von Italien Berichte, wo Leute auf einer Parkbank sitzen und weinen und sagen, sie hätten seit drei Tagen nichts gegessen. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht zügig wieder zu irgendeiner Form regelmäßiges Erwerbsleben finden, und leider kann man da nicht sagen, wir können Leben und Wirtschaft trennen. Das gehört zusammen. Das ist ein Teil eines Gesamten, holistisch betrachtet. Wenn wir das nicht irgendwie finden, und ich hoffe dort auch, dass wir zum Beispiel, ich bin total überrascht, dass wir überhaupt diskutieren über meine Privatsphäre schützen. Ich würde absolut akzeptieren, dass meine Privatsphäre, ich bin ja jetzt schon bereit, meine eigentlich Privatsphäre aufzugeben, dass ich so ein Handy ständig mittrage. Warum sollte ich das nicht auch noch nutzen, um das Problem Corona zu lösen? Vielleicht als Opt-in, aber ich wäre selbst bereit, wenn der Staat mich dazu zwingen würde. Also ich verstehe die Diskussion überhaupt gar nicht. Und ich bin liberal, ich möchte nicht, dass meine Freiheitsrechte eingeschränkt werden, unnötig. Aber hier ist es zum Gemeinwohl, dann sollten wir es machen. Aber wenn wir da jetzt nicht einen Weg hinausfinden, und das relativ zügig, ich meine, die Leute hören auf, die Mieten zu bezahlen, Kleinkredite werden nicht mehr bedient, die vielen Arbeitslose, die es gibt. Das System wird kollabieren, wenn wir das nicht stoppen. Das können wir gar nicht mit genügend Mitteln unterlegen. Und sonst, wenn wir noch mehr Geld drucken, dann werden wir ein Inflationsproblem kreieren, das ich mir gar nicht vorstellen will, wie groß das sein wird. Und höchstwahrscheinlich zuletzt wieder Asset Inflation. Also Konsumgüterpreise gingen ja die letzten 30 Jahre nicht hoch. Es hat dann nur wieder eigentlich die Aktien, die Bewertung von Unternehmen und die Bewertung von Häusern hinaufgejagt. Also wir treffen hier wirklich, du bestätigst das, Herausforderungen an ganz vielen Ecken und Enden an. Und ist vermutlich schwierig und auch unmöglich, jetzt eine treffsichere Prognose zu stellen. Gehen wir doch noch einmal zurück zu Get Abstract, einem erfreulicheren Thema, sage ich jetzt mal. Trotzdem, spürt ihr hier jetzt eine Zunahme, wo die Leute zu Hause sitzen, nach dem Bedürfnis nach Informationen? Das könnt ihr auch direkt messen. Also wir haben auch dann schon anfangs März gesagt, wir geben Gerätschreck gratis bis Mitte Mai, dann die Leute möglichst gutes Wissen benutzen können, ohne dass Kosten verursacht, um Entscheide zu treffen, weil das ist heute so relevant. Also jeder, der jetzt auf Gerätschreck geht, findet dort ein Gratisangebot, wo er die ganze Datenbank benutzen kann in allen 7 Sprachen. Und ja, wir haben extrem viel mehr Users. Wir mussten in den letzten 2-3 Wochen 2-3 Mal die Serverkapazität erhöhen, weil uns die Server zusammengeritten sind. Und normalerweise hatten wir eigentlich überflüssig Serverkapazität. Also das ist uns noch nie passiert. Wir haben auch hunderte von Anfragen von Firmen für
die Inhalte, dass sie die nutzen können für ihre internen Weiterbildung und für ihre Firmenportale intern. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Wir verkaufen unsere Inhalte normalerweise an Firmen, aber auch die bekommen sie im Moment gratis. Mhm. Mhm. Also mit eurer Dienstleistung in guten wie in schlechten Zeiten ein wirklich verlässlicher Partner, auch für Informationen, für eben Compressed Knowledge, wie ihr es so schön sagt. Ja, Status quo heute, schauen wir mal nach vorne, etwas, das wir auch gerne machen. Ja. Wo geht die Reise hin mit GetAbstract? Also, erstens einmal, wir sind wirklich die letzten 21 Jahre sehr, sehr eng an unserer Anfangsvision geblieben und haben eigentlich auch relevantes Wissen zusammengefasst. Und das wollen wir ausbauen. Wir wollen noch mehr Themen, also wir werden über kurz oder lang Medizinalthemen anschauen, Gesundheitsthemen. Mhm. Da hatten wir schon sehr viele Anfragen. Wir werden ständig angefragt, ob wir Zusammenfassungen machen von firmeninternen Inhalten. Wir arbeiten jetzt mit einem großen Schweizer Transportunternehmen zusammen, zu schauen, dass wir alle Inhalte zusammenfassen, die Mitarbeiter oder alles Wissen, das Mitarbeiter in den Köpfen ist, die in den nächsten 5 Jahren pensioniert werden, weil man Angst hat, dass man dieses Wissen verliert. Mhm. Also diese Wissenszusammenfassung, das werden wir in Zukunft enorm ausbauen. Wir werden auch Summaries on Demand, also Zusammenfassungen auf Bestellung anbieten, sodass jeder zu uns kommen kann und sagen kann, schau, ich brauche eine Zusammenfassung von dem oder mein Unternehmen braucht Wissen in dem Bereich, könnt ihr es finden, raten und zusammenfassen, wir machen das in Zukunft. Mhm. Das wird also etwas sein, was wir massiv ausbauen werden. Mhm. Wir haben heute die Kapazität, ungefähr 3.000, 4.000 Zusammenfassungen zu produzieren pro Jahr. Wir bauen diese Kapazität, verdoppeln diese Kapazität oder verdreifachen die in den nächsten 2-3 Jahren. Also die Reise geht weiter. Ihr seid ja schon auf allen Kontinenten, aber weiter hoch. Das ist der Plan, Sascha. Aber natürlich, der Plan muss sich immer messen an der Realität und man sieht dann, wie es sich entwickelt. Wir glauben, wir wollen einfach relevantes Wissen finden, bewerten, zusammenfassen und in den richtigen Kontext stellen, damit Leute bessere Entscheidungen treffen können. Für ihr Leben, für ihre Familien, für ihre Unternehmen am Arbeitsplatz. Genau. Und das werden wir massiv ausbauen, weil da gibt es noch viel, viel mehr, das angeschaut wird. Also wir können uns freuen auf neue Dienstleistungen, neue Möglichkeiten, die wir von GetAbstract erhalten. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, euch wirklich komprimiertes Wissen anzueignen, wenn ihr schon immer vorhattet, euch über gewisse Themen zu informieren, gewisse Bücher zu lesen, aber euch vermeintlich die Zeit gefehlt hat, bis zum 18. Mai ist das Abo zu GetAbstract kostenlos. Nutzt diese Zeit, nutzt dieses Abo und entdeckt die Welt von GetAbstract. Es ist eine faszinierende Welt. Es stecken faszinierende Persönlichkeiten dahinter, die wirklich etwas ganz Großes geschaffen haben. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Das letzte Wort soll dir gehören. Was gibst du den Menschen da draußen, vielleicht aber auch potenziellen Gründerinnen und Gründern als erfolgreicher Unternehmer mit? Was sind deine Botschaften? Was sollen die Leute jetzt von dir als letztes noch gerne mitnehmen? Ich danke zuletzt dem lieben Gott. Das Leben ist wirklich schön und wir sollten jeden Moment, den wir geschenkt haben, nutzen. Geht vorwärts, verwirklicht eure Träume. Es ist es wert. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für deine Zeit. Alles. Ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Bis dahin alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg bei all deinen Visionen, die du anpackst. Danke, dir auch alles Gute. Tschüss.